Hallo, herzlich willkommen wieder auf meinem Channel Kurz und Schluss. Geht es heute um die Satellitenempfangstechnik. Diesmal mit dem Thema Koaxialkabel. Wir wissen, das Koaxialkabel transportiert unsere Informationen zu unserem Empfangsgerät, sprich Fernseher oder Receiver, und von dort aus natürlich zu unserem Fernseher. Wollen wir uns damit beschäftigen? Das ist eine Koaxialleitung, so ist das aufgebaut. Unter 1, das ist unser Innenleiter, beziehungsweise auch Seele genannt, vorteilhafter natürlich aus massivem Kupfer. Es gibt noch so ein Gemisch aus Kupfer bzw. Stahl, das ist qualitativ nicht so gut. Deswegen lasst uns wirklich dieses Material nehmen, was wirklich Kupfer heißt. Mal so am Rande gesagt, natürlich kann ich auch meine Informationen über Lichtwellenleiter transportieren. Das ist aber ein anderes Thema, was ich euch gerne zeigen möchte in der Praxis. Ja, wir beschäftigen uns heute mit der reinen Kupferkoaxialleitung. Über den Innenleiter befindet sich das Dielektrikum. Das Dielektrikum, das ist aus Zell-PE. Ja, das ist so ein weiß aufgeschäumtes Material, was einen bestimmten Abstand natürlich zum Innenleiter haben sollte und dann gegenüber der Schirmung, die aus Aluminium bzw. darüber noch ein CU-Drahtgeflecht ist, sich befindet. Ich kann natürlich eine Mehrfachschirmung haben, das heißt nicht nur ein Drahtgeflecht über diese Aluminium haben, sondern mehrere. Ja, je mehr ich letztendlich diese Leitung schirme, desto qualitativ besser kann ich natürlich auch meine Signale übertragen. Das heißt, die Störeinflüsse, die von draußen kommen, die haben nicht so eine große Wirkung auf meine Leitung oder auf mein Nutzsignal, als wie wenn es nicht so gut geschirmte Leitungen sind. Über mein Aluminiumdraht oder Kupferdrahtgeflecht und Aluminiumfolie befindet sich dann der Mantel. Der Mantel ist in der Regel weiß, ja, aus PVC. Dieser Mantel, der weiß ist, ja, der wird häufig dann auch benutzt, oder diese Leitung, die weiß ist, wird benutzt im Innern eines Gebäudes. Darauf muss ich unbedingt achten. Es gibt mehrere Varianten, Koaxialkabel auch zu fabrizieren oder zu nutzen. Ja, habe ich eine schwarze Koaxialleitung, weiß ich, okay, diese Leitung, die ist UV-beständig. Diese UV-beständige Leitung setze ich zum Beispiel ein, um von draußen vom LNB das Nutzsignal in mein Gebäude reinzubringen. Deswegen hatten wir auch schon mal das Thema genannt, wo setze ich denn meinen ersten Erdungsblock? Eigentlich da unter das Dach, damit ich dementsprechend einfacher einpegeln kann, beziehungsweise damit ich auch diese Leitung, die schwarz ist, die ist ziemlich starr auch, ja, damit ich die nicht runter zum Beispiel bis zum Verteiler führen muss. Ja, deswegen habe ich dort auch den Erdungsblock gesetzt und höre dann mit meiner schwarzen Leitung auf. Ab dort gehe ich dann mit meinem weißen Koaxialkabel. Schwarz finde ich auch in der Erde, zum Beispiel bei Kabelfernsehen und so weiter. Habt ihr schon vielleicht alle schon mal gesehen bei euch im Keller unten. Ankommend ist schwarze Koaxialleitung. Und ich kann darüber natürlich nicht nur Fernsehen, ich kann darüber auch telefonieren heutzutage, beziehungsweise auch das Internet nutzen. Aber wir befinden uns in der Satellitentechnik. Internet ist natürlich da auch möglich. Aber lasst uns erstmal nur in die Fernsehtechnik gehen, beziehungsweise Fernsehempfangstechnik. Gut, geht es weiter? Vielleicht mal so nebenbei gesagt, hohe Frequenzen. Wie passiert das auf einer Leitung? Die werden natürlich übertragen über Elektronen. Je höher die Frequenz wird, desto mehr drängen sich die Elektronen auf die Außenhaut. Man nennt das auch Skin-Effekt, den man dadurch hat. Ja, das heißt, je mehr die Elektronen dann auch nach außen dringen, desto weniger Nutzen bringen sie natürlich im Innern der Leitung. Nämlich, da tauchen sie gar nicht mehr auf. Und was macht man heutzutage, wenn man hohe Frequenzen überträgt? Man spart sich einfach das Material. Man nimmt Leitungen, wo man einfach hier innen drinne das Kupfer weglässt. Sprich, es sind einfach Hohleiter. Ja,
am besten sieht man das wirklich auch in der Handyempfangstechnik. Da werden solche Leitungen eingesetzt. Ja, der eine oder andere hat das schon mal gesehen. Aber hier sieht man ganz deutlich, hohe Frequenzen befinden sich nur noch auf der Autobahn. Auf der Außenbahn, Autobahn, Autobahn, Außenbahn. Und die haben auch unterschiedliche Querschnitte. Hier seht ihr auch die Schirmung, ja, die ist in einem weiten Abstand, dementsprechend auch vom Innenleiter. Ist auch Koaxialleitung. Gut, hier mal so die Störeinflüsse oder überhaupt die Effekte, die jetzt auf diese Leitung wirken, sollte man auch mal so ein bisschen kennenlernen bzw. wissen, ja, warum das geschirmt ist und so weiter und so fort. Gut, lasst uns erstmal das Notsignal nehmen. Ja, was ist mit dem Notsignal? Das Notsignal hat natürlich eine Frequenz, also in unserem Fall bis 2150 MHz. Weil das eine Frequenz ist, habe ich natürlich ein elektromagnetisches Feld, was dort wirkt. Ja, das Feld baut sich auf und wird hier zum Beispiel auch von dem Außenmantel dementsprechend wieder hier abgestrahlt. Ja, das sieht man hier schön, ja, was hier natürlich passiert. Da ist vom Innenleiter wirkendes elektromagnetisches Feld. Dann habe ich natürlich auch von meiner Außenwelt nicht nur durch Handyempfang, sondern auch zum Beispiel durch terrestrische Geschichten, Radioempfang, Analogradioempfang oder Digitalradioempfang oder digital-terrestrischer Empfang von Fernseh. Ja, habe ich natürlich auch von außen wirkend ein Feld und das werde ich mal hier als Störung bezeichnen. Ja, das ist natürlich schlecht für unser Nutzsignal. Deswegen brauche ich eine Schirmung, die hier um diese Leitungen passiert, ja, und muss die so auswählen, dass dieses Signal abgehalten wird. Was ist die Schirmung oder was bedeutet Schirmung? Und die Schirmung von Leitungen, die wird meistens dort aufgetragen bzw. beschriftet. Ja, das sieht man immer, wenn man so eine Koaxialleitung, ich zeige euch das. Hier. Wenn man solche Koaxialleitungen in der Hand hält, dann findet man das Schirmungsmaß. Wenn man sich das mal so durchliest, dann findet man die Begriffe Dichtigkeit. Ja? Das heißt, dort steht drauf, wie dicht die Leitung ist vor Störeinflüssen von draußen, beziehungsweise wie dicht die Leitung nach außen ist. Man muss sich das wie eine Wasserleitung vorstellen, ja, wo letztendlich kein Wasser nach außen dringt, beziehungsweise Wasser nach innen dringt. Zum Beispiel 95 dB Schirmungsmaß, ja, das würde heißen, also eine Signalstärke oder ein Pegel von 95 dB könnte hier nicht in diese Leitung eintreten. Ja, das ist ein Beispiel, was ich vielleicht euch sagen möchte. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Je höher die oder je höher das Schirmungsmaß ist, desto besser ist natürlich die Leitung. Und in unserer Digitaltechnik, bei diesen hohen Frequenzen, die wir auch übertragen, ist es natürlich notwendig, auch ein sehr hohes Schirmungsmaß zu haben. Des Weiteren muss ich natürlich gucken, welche Länge ich von Leitung habe. Das wirkt sich nämlich auf mein Nutzsignal aus. Ja, das Nutzsignal wird natürlich umso schwächer, je länger die Leitung ist. Nicht nur durch den Spannungsfall, sondern natürlich auch aufgrund der hohen Frequenzen, die dort eine Rolle spielen. Je höher die Frequenz nämlich, desto mehr dringen die Elektronen nach draußen und bei bestimmten kleinen Querschnitten habe ich dann dementsprechend auch eine höhere Dämpfung. Sollte ich auch beachten. Die Verlegeart spielt natürlich auch eine Rolle. Verlegeart, Temperatur, Widerstand, Länge, das spielt da alles drin auch eine Rolle. Ja, das heißt wirklich, mein Nutzsignal verringert sich. Signalstärkeverringerung oder Signalstärkeverlust, das ist die Definition oder in einem Wort zusammengefasst, das bedeutet Dämpfung. Dann war noch der Begriff
für diese Leitung gegeben, und zwar Pegel, den ich haben möchte. Pegel will ich mal als Signalstärke angeben. Ja, wir gehen dann noch ein bisschen auch in dieser Richtung oder in dieser Begriffserklärung irgendwann mal weiter. Ja, Pegel, den ich immer angebe oder den ich haben möchte, den gebe ich zum Beispiel in Dezibel. Ja, wichtig auch zu wissen, das ist meine Signalstärke. Okay, ihr seht, es ist schon wieder Schluss für heute. Ich möchte euch einen wunderschönen Tag noch wünschen oder eine Nacht oder einen Morgen, was auch immer, oder Mahlzeit, und ich bin raus. Ciao.